So, hallo und herzlich willkommen zum kleinen Vorstellungsvideo. Es ist früh am Morgen, ihr hört es wahrscheinlich an meiner Stimme, es ist Freitag, früh am Morgen. Und ihr seht hier schon und habt wahrscheinlich auch schon irgendwo gelesen oder gehört, dass die jetzt da sind. Und zwar geht es um die Shadow Case, die neue Kollektion. Und es gibt auch ein neues Knife. Auf die Skins werde ich gleich einzeln eingehen. Und danach werden wir diese schönen Prachtstücke öffnen. Jo, ich bin extrem aufgeregt. Ich bin auch direkt von der Arbeit wieder zurück. Dennis hat mich angerufen, hat, beziehungsweise mir geschrieben, hey, die neue Case ist da und keine Ahnung, ich war voll aus dem Häuschen. Ich habe ja vor 2 Wochen, gab es schon irgendwie Gerüchte, da habe ich schon mein Steam-Guthaben hier mit irgendwelchen Sachen verkauft und keine Ahnung. Und jetzt habe ich gedacht, okay, es kommt nächste Woche und war natürlich total unvorbereitet. Aber nichtsdestotrotz, ich habe hier mal 6 Kisten gekauft, 9 Euro circa, 59, 9 Euro. Und ja, jetzt gehen wir mal los und stellen mal die einzelnen Skins vor. So, hier haben wir die erste Auto-Shotgun, die Scumbria. Sieht jetzt ganz okay aus, nichts Besonderes, ist auch eine Auto-Shotgun, also will ich jetzt gar nicht so lange damit rummachen. So, hier haben wir die Green Marine, sieht ganz lustig aus, SCAR 20, Autotacker. Es gab Gerüchte, dass es einen ersten roten Gegenstand gibt, der ein Autotacker wird, aber da bin ich ganz froh, dass es das nicht geworden ist. Und so ist es halt wieder die neue Grotto, wie auch immer. So, hier haben wir den Max 7 Cobalt Core. Sieht ganz cool aus. Ist nicht schlecht. Ist halt, ja, jetzt auch nicht so der Hammer. Aber kann man schon mal angucken, auf jeden Fall. Hier die Mac 10 Rangin, wie auch immer, Rangin oder wie man das ausspricht. Gefällt mir jetzt so spontan eigentlich überhaupt nicht. Ist natürlich Geschmackssache, aber ja, mir nicht. Hier haben wir die Glock 18 Vrates, wie auch immer. Immer das Aussprechen immer schwierig. Ansatzweise ganz nice mit so ein paar Details. Die Farbgebung gefällt mir aber gar nicht und ist mir dann auch wieder zu defensiv. Von daher, ja, ist halt eine Glock 18, ist blau, ja. So, hier haben wir die Farmers Survivors Set, Survivors C, wie auch immer. Hier ein bisschen mit zu kratzen und so. Ist jetzt, reißt mich jetzt auch nicht so krass vom Hocker. Es gibt hässlichere Farmers, es gibt schönere Farmers. Aber ja. Hier ein paar Dual Berettas, Dueling Dragons. Finde ich ganz cool vom Design mit dem Drachen drauf und den Holzgriff und alles. Ja, gefällt mir eigentlich ganz cool. Würde ich ausrüsten, aber ich spiele eh fast die Dual Berettas, deswegen ist es auch relativ uninteressant. Aber auf jeden Fall ganz nice Dual Berettas. So, hier haben wir die P250 Wingshot. Finde ich, sieht ganz cool aus. Ich weiß noch nicht, wie nachher der Totenkopf zur Geltung kommt. Den hätte man vielleicht auch irgendwie hier vorne mit hin basteln können. Aber Farbgebung und alles gefällt mir ziemlich gut. Das mit dem Weiß oben und mit dem Gelb und dem Dunkel. Finde ich ganz nice, würde ich auch spielen. So, hier haben wir die MP7 Special Delivery. Finde ich ganz cool mit so einem CS-Logo drauf. Und die Farbgebung ist okay. Ist relativ ungewöhnlich für eine MP7. So ein bisschen, sieht so ein bisschen auf alt gemacht aus. Aber so, ja, ist okay. Mehr halt auch nicht. Eine M249 Nebula Crusader. Idee an sich finde ich ganz cool. Mit den Farbgebungen und alles. Das ist irgendwie, glaube ich, so auf Space Invaders oder so gemacht. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Auch vielleicht auf Crusader oder wie das Spiel heißt oder was auch immer. Aber bleibt halt eine M249 und ja, würde ich jetzt ausrüsten, aber ich meine, gut, spiele ich eh nie damit, von dem her, es ist relativ egal. So, innerlich steigt die Spannung was. Hier haben wir die Galil-R Stone Cold, die finde ich richtig geil. Also das Blau kommt richtig geil. Ich bin mal gespannt, wie es dann in-game wirklich aussieht oder wie da die verschiedenen Zustände aussehen. Aber das Blau gefällt mir richtig gut. Hoffe ich, dass ich die vielleicht nachher ziehe, aber ich hoffe natürlich insgeheim, dass ich die roten Items ziehe oder die seltsamen Knives. Auf jeden Fall gefällt mir ziemlich gut. Jo, dann machen wir mal weiter. So, haben wir die SSG 08 Big Iron. Da wird sich der Dennis riesig drüber freuen. Ein SSG-Skin mal wieder. Sieht ganz okay aus. Habe ich jetzt ein bisschen besser erwartet, spontan, wo ich also vor auf CSGO Stash geschaut habe. Aber gibt natürlich definitiv hässlichere. Was ich noch dazu sagen will, ist natürlich, das ist jetzt hier meine Meinung. Es ist natürlich Geschmackssache. Der eine sagt, okay, wie kann der den Skin gut finden? Ich finde den Skin gut. Muss sich natürlich jeder seine eigene Meinung teilen. Aber ich erzähle dir einfach mal meine, wie ich die Skins finde und so weiter und so fort. So, hier haben wir die G3 SG1 Flux, ein pinkne Autosniper.
Sieht ganz cool aus von Opti, gefällt mir gut, die Farben und alles. Aber ist halt leider wieder ein Autosniper, spiele ich im Normalfall nicht, von dem her ist es leider relativ uninteressant. Trotzdem sieht das Skin, finde ich, ziemlich cool aus. Hätte sich vielleicht gut auf eine M4A1S gemacht oder auf irgendeiner anderen Waffe. Jo, schade drum, aber gut. Für die Leute, die Autosniper spielen, ist es vielleicht interessant. So, innerlich explodiere ich gerade. Es ist kein Witz. Hier ist die AK-47 Frontside Misty. Abartig geil, ja. Richtig geil. Oh, die Farben, alles richtig geil. Die hat auch so ein bisschen was von so grelle Farben. Da stehe ich total drauf. Dieses Blau mit dem Weiß, Schwarz, mir geht fast einer ab. Es ist krank. Es ist krank. Ich bin gespannt, wie sich die Preise generell bei den nächsten Items jetzt. Das ist ja noch pink. Also extrem geiler Skin für eine pinke AK. Ich flippe fast aus. Und ich bin natürlich auch enorm aufgeregt. Ich weiß jetzt auch, wie sich Frauen fühlen, wenn eine neue Modekollektion rauskommt. Richtig, in mir geht's ab. Ja, ich mache jetzt einfach weiter. Extrem geil. Ich hoffe, dass ich hier die ziehen werde. Jo. So, hier haben wir die USPS Kill Confirmed. Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann das mit der AK gerade nur wiederholen. Richtig schön gemacht. Gefällt mir richtig gut. Die Farben, das Design. Ich glaube auch, dass die... Ich bin mir nicht sicher, ob die oder die M4A1S, welches da wirklich die günstige wird. Weil die USPS ist definitiv cool. Wird wahrscheinlich die günstigere werden. Aber wer weiß, wie sich es entwickelt. Die M4A1S wird, denke ich mal, nicht die günstige Gegenstand sein. Aber bei der AK Aquamarine und AWP Hyperbeast hat sich ja auch ziemlich gut ausgeklingt. Da ist jetzt nicht so krass einer ultra billig. Deswegen denke ich, die USPS wird ein bisschen günstiger sein, aber ja. Dann kommen wir zum oberen Ende, die M4A1S Golden Coil. Gefällt mir richtig gut. Ich habe am Anfang gelesen, Golden Koi. Habe ich gedacht, so, what? Eine M4A1S in dem Design von der Golden Koi wäre wahrscheinlich schon nice gewesen. Ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, aber ich hätte es gern mal gesehen. Die gefällt mir auf jeden Fall auch richtig nice. Ich denke mal, dass die im Preis auf jeden Fall nicht fallen wird. Die sieht extrem geil aus. Und ja, wenn ich jetzt gleich ein paar Kisten öffne, hoffe ich natürlich auf einen von den oberen drei Gegenständen oder eins von diesen seltsamen Knives. Da schaue ich auch noch gleich drauf. So, hier haben wir die Shadow Dutchers oder Schattendolche. Urban Mask, Standard Optik. Ja, sind halt mehr so oder weniger. Die hat man dann hier so in der Faust quasi. Ich bin mal gespannt, ob der dann wirklich zwei Hände vorne hat. Oder in jeder Hand eins oder wirklich nur eins. Knives finde ich jetzt persönlich ein bisschen schwach. Falchen Knife fand ich jetzt auch schon nicht so gut. Aber das lässt dann vielleicht versprechen oder darauf hoffen, dass im nächsten Kollektion was Neues kommt, was Besseres. Was auch immer, ist es ja was Neues, aber ich finde es jetzt persönlich nicht so gut. Aber sei es drum. Ich hoffe, ich habe das Ganze jetzt nicht allzu lang gezogen. Ich werde jetzt gleich noch die Kisten öffnen, da wird wahrscheinlich der Dennis kurz dabei sein. Jo, bis gleich.